So Leute, und ich begrüße euch nach gefühlt einem Monat mal wieder zu einem Video, in dem wir diesmal die Demo von Mario Tennis Aces spielen werden. Und ja, dementsprechend hatte ich das sogar vorgestern, also an einem Freitag, den 1. gestreamt und dementsprechend auch meine ersten Eindrücke sammeln können. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, auch noch ein paar Videos dafür aufzunehmen, um mich eventuell auf ein kommendes Let's Play zu dem Spiel vorzubereiten. Je nachdem, also ich hätte schon Bock drauf und außerdem hätte ich auch sowieso gerade keinen Plan, was ich eher tun könnte. Und damit dieser Kanal auch wieder ein bisschen belebter wird, machen wir heute mal ein paar Videos. Vielleicht zwei, drei, keine Ahnung. Dementsprechend reden wir auch nicht länger um den heißen Brei. So, was gibt's denn überhaupt zu dieser Demo zu wissen? Diese Demo, die kann man über das Wochenende lang spielen. Heute habe ich mich dazu entschieden, es an einem Sonntag zu tun. An einer frühen Uhrzeit, wo ich eigentlich im Bett liegen wollte, aber es mir anders überlegt hatte. Dementsprechend, ja, würde ich mal sagen, gehen wir doch mal direkt rein und begeben uns hier zu einem Menü, in dem wir halt hier die Chance haben, Online-Turnier zu machen, beziehungsweise uns im Online-Turnier zu qualifizieren gegen Randys, oder halt Trainingsmatches gegen CPUs zu machen, uns wieder durch den Tutorial zu wagen, was wir nicht tun werden, weil, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, ne, ihr wisst ganz genau, wo ihr zuerst reingeworfen wird. Außerdem übernimmt es so einige Funktionen der Vorgänger der neueren Teile und obwohl Mario Tennis Ultra Smash oder wie auch immer das hieß, nicht wirklich das Gelbe vom Ei war, sind glaube ich auch einige systematischen Movesets oder sowas hier mit implementiert worden. Keine Ahnung, also das letzte Mario Tennis, was ich eigentlich wirklich gespielt hatte, war das Mario Tennis Open für den 3DS. Dementsprechend kann ich nicht so viel über den eigentlichen Vorgänger wie sagen, dementsprechend. Und in den Optionen haben wir natürlich die Möglichkeit, hier die Musik anzulassen, Turnierkommentare. Ja, das könnte eine Frage. Ja, hier, spiele finale Matches mit Toad als Kommentator. Ich denke, das machen wir auch so. Das hat mich schon ein bisschen getriggert. Und ja, man kann auch einstellen, ob wir Rechtshänder, Linkshänder sind und so weiter und so fort. Kennt man nicht anders. Habe ich das jetzt übernommen? Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich's. So. Dann würde ich mal sagen, in den kommenden Videos werden wir einfach mal so darauf eingehen, dass wir vielleicht einen ganzen Turnierdurchlauf machen. Also je nachdem, ob wir es überhaupt schaffen oder nicht. Weil wenn wir einmal verlieren oder unsere Rackets kaputt gehen, haben wir verloren. Das ist leider Gottes die Regel in diesem Turniermodus. Und man kann auch bestimmt kurz die Steuerungsübersicht haben. Weil ich will die Steuerungsliste kurz haben. Weil ich brauche mal hier kurz wieder eine Übersicht für... Also für Grundschläge, ach so, nein, nein, nicht für Grundschläge, sondern, ach egal. Wir werden es schon sehen, wir werden es schon sehen. Gehen wir einfach blind darauf los. Online-Turnier. Wir werden jetzt natürlich hier auch gerade verbunden. Wir müssen natürlich auch sagen, dass wir auch einverstanden worden sind und dass halt die Spielergebnisse, die in der Demo rausgekommen sind, dann auch hochgeladen werden. Also ich weiß, dass man, ich weiß nicht, ob man irgendwie eine gewisse Punktzahl braucht, um halt das Casual-Outfit hier von Mario freizuschalten. Das war hier ein klassisches Mario-Outfit, was in der Vollversion verwendet werden kann. Du hast den Startbonus erhalten. Bitte sei vorsichtig und lösche die Speicherdaten des Demo-Online-Turniers nicht. Also sprich, ich hätte es, glaube ich, schon. So wie ich das jetzt hier gerade verstehe, deswegen. Okay, dann gibt es hier auf jeden Fall hier die Chance, mal reinzugucken über die Rangliste, wo wir gerade stehen. Aber ich denke, das kommt eigentlich eher auf der offiziellen Webseite und ich glaube erst, wenn das Turnier vorbei ist. Aber ich glaube nicht, dass wir uns dann noch in dem Server verbinden können, um uns das angucken zu können. Ich kann darauf gehen, aber es reagiert nicht drauf. Danach kann man auch einfach auch nebenbei einfach einfache Turniere machen. Oder glaube einfacher Modus, so nach dem Motto, wir spielen wirklich nach den Basic-Regeln vom Tennis und nicht nach den neu implementierten Features, was sie hier in dem neuen Teil hier reinbringen wollen. Aber wir wollen natürlich diese neuen Features spielen. Und ich habe in dem Sinne auch schon alle Demo-Charaktere freigespielt, weil am Anfang hatte man ja Mario, Peach, Yoshi und Bowser. Und man konnte ja Waluigi, Toad, Fishy Boopkins, dasselbe sei Spike! Psst, ruhig. Rosalina und den Kettenhund, beziehungsweise Chainchop, freispielen. Ich für meinen Teil muss aber wirklich sagen, der einzige Charakter, den ich für dich im letzten Stream am meisten gespielt habe, war motherfucking Waluigi. Keine Ahnung, mit dem habe ich aber voll das Jesus-Feeling. Und ihr seht auch schon gerade, wie viele Matches ich schon insgesamt hinter mich gebracht hatte. Dementsprechend noch mehr Siege als Niederlagen. Aber ich glaube nicht, dass ich schon wieder hier die Pro-Skills auspacken werde, wie ich es im Stream getan hatte, über die Hälfte des Streams. Dementsprechend kommen wir mal nach, wie wir uns wieder schlagen.
Weil es ist wirklich so eine Sache, das Spiel ist ein bisschen Controller-gewöhnungsbedürftig. So nach dem Motto, du musst ja erstmal die Steuerung kennen. Damit du auch sagen kannst, dass, oh Gott, was? Habe ich gerade die erste Runde übersprungen? Keine Ahnung. Weil die Sache ist halt die, einige Bewegungen funktionieren nicht immer so wie gewünscht, wenn man halt nur das Zeug liest und sich hier so denkt. Ja. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich den hingeschossen? So. Und sie so sagt, ja, okay. Mit dem Schuss sollte ich es eigentlich hinkriegen, weil es. Wenn man zum Beispiel den Stoppball oder sowas machen will. Ganz einfach erklärt, ne? Wenn man den Stoppball machen will. Oh Gott. Dann bewegt es sich manchmal und macht halt diesen Trickschlag. Also den sogenannten Trickschlag. Oh, fuck. Ja, ich sollte es wirklich erst machen, wenn es necessary ist. Ich kann mir keine Moves hier zwingen. Ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Spiel hat wirklich über die Zeit, wo ich das gestreamt hatte, den extremen Suchtfaktor in mir aufgebaut. Das wäre bei nur der Trickschlag, den Peach sozusagen eingesetzt hat. Ich habe sie natürlich am Körper getroffen. Spielerverletzung, ich wurde disqualifiziert, Kinder. Aber ja. Und dementsprechend muss man auch wirklich darauf achten, welche Schläge man für welche Moves da verwendet. Also, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, wie das Nintendo hier betitelt hat. Aber zum Beispiel, wenn halt der Ball zum Beispiel so hoch fliegt, beziehungsweise wenn wir hier das Stern-Icon drauf haben, dann sollte man auf jeden Fall mit Y halt wirklich so einen richtigen Smash da reinmachen. So richtig reinbrettern, dass sie keine Chance hat, überhaupt zum Ball gehen zu können. Und ja, was wir auch beispielsweise haben, und zwar unsere linke Energieleiste, wenn die zum Beispiel auch voll ist, dass wir zum Beispiel das hier einsetzen können. Und dann haben wir auf jeden Fall die Chance, zu bestimmen, ob wir halt wirklich entweder sagen, ne, wir schießen da lang, wo sie wirklich keine Chance hat, ranzukommen, oder wir zielen direkt auf Peach und sorgen dafür, dass ihr Racket kaputt geht, weil es ist empfehlenswert, ihr Racket kaputt zu machen. Oh Gott. Wenn sie halt wenig Energie hat. Weil die Energie, die kann man halt wirklich aufladen, wenn man halt geladene Schläge macht. So, genau wie hier. Und man muss halt wirklich auch das gute Positioning haben. Ha! Outplayed. Ich wusste ganz genau, dass sie nach rechts gehen wollte. Aber ja, ich muss wirklich sagen, das Spiel macht wirklich verdammt viel Spaß. Ich kann mich nicht beschweren. Es ist zwar, wie bereits gesagt, mit der Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir wirklich vorstellen, das Spiel wirklich öfter spielen zu wollen. So, das ist jetzt ein kleines Risiko, dass ich da hingehe, weil sie hat viel zu viel Energie. Das heißt, egal wohin ich es hinschieße, sie könnte die Zeitlupe aktivieren. Genau wie hier, wie ihr es ja gerade seht. Das aktiviert man natürlich durch das Drücken von R. Aber irgendwie ist sie nicht nah zum Ball gegangen. Weil das eine Problem ist halt, es ist möglich, solche Schläge abzuwehren. Aber es erfordert wirklich Timing-Gefühl. Ich habe zwar im Tutorial-Modus ein bisschen geübt, aber es ist trotzdem manchmal ein bisschen schwer abzuschätzen, ab welcher Range man eigentlich den Schlag abwehren soll. Also da bin ich jetzt auch noch nicht weltwegend bewandert. Dementsprechend, ja. Und das ist so ziemlich der ganze Aufbau des Turniers, ne? Man schaltet natürlich die ganzen Charaktere frei, indem man natürlich diese Punkte da sammelt. Ich glaube, die höchste Punktzahl für den letzten Charakter war 1500, sofern ich es richtig in Erinnerung hatte. Und, ja. Haben wir hier nochmal schon unsere Pro-Controller-Übersicht, weil wir spielen es natürlich nicht mit den Joy-Cons. Wir sind natürlich keine Wahnsinnigen. Aber ja, ich muss ja auch beispielsweise immer noch überlegen, wofür ich den A-Schlag am besten gescheit benutzen kann. Weil Slicen, denke, das spricht ja schon für sich selbst, ne? Ist für Slice-Schläge gut gedacht. Das heißt, würde ich so für, wenn wir den Ball ein bisschen nach links oder rechts spicken wollen. Aber ich bin es eher gewohnt, würde ich mit diesem, mit dem violetten Schlag hier anzugreifen. Oh Gott. Aber wir glauben oder nicht, die Matches können mit der Zeit auch wirklich intens werden, wenn Leute verdammt gut mit der Verteidigung umgehen können. Aber ich denke, hier machen wir doch mal einen Stoppball, outplayen ihn ein bisschen, sorgen dafür, dass er dann gleich nach vorne kommt. Ja, und da habe ich natürlich nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Schrecklich, aber wahr.
So. Natürlich hat er auch da einen Fehler gemacht. Was ich aber auch ein bisschen beschissen finde, weil ich das zumindest nicht so in Erinnerung hatte, dass man, wenn man Schläge zum Beispiel aufladen möchte, dass man sie normalerweise in der Regel abbrechen kann. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Gedächtnis da richtig liege, aber ich wag's doch zu behaupten, dass dem so sei. Deswegen vorsichtig, wenn ihr geladene Schläge machen wollt. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr eure Schläge geladen habt, mit einem Trickschlag euch wieder davon befreien und hoffen, dass ihr in der richtigen Richtung neigt. Das eigentlich empfehlenswert mit dem rechten Analogstick ist. So, das wäre zum Beispiel so ein Moment, in dem man den Trickschlag aber auch so früh wie möglich einsetzen sollte. Weil, wenn man es natürlich zu spät macht, verliert man Energie anstelle davon, dass man die Energie zurückgewinnen soll. So, komm mal her. Ha! Geblockt! Ich habe doch hier die Blocker-Skills. Oh! Er hätte den Ball eigentlich treffen sollen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe verdammt viel Spaß. Ich kann mich einfach nicht beschweren. Dementsprechend, ne, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt, könnt ihr mir auch natürlich auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was gut, was euch in dem Spiel so eher gefällt und was eher weniger. Worauf ich mich persönlich aber in dem Spiel eigentlich freue, ist der Story-Modus, weil wann haut mal wieder Camelot, also das Producer-Team dafür, ein Mario Sports-Game raus mit einem Story-Modus-Game. Ich habe das Einzige, was ich gerade in Erinnerung habe, was wirklich einen Story-Modus hatte, war das Game Boy Advance-Game zu Mario Golf. Und dementsprechend bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das so aussehen wird. Man hat ja schon eine kleine Preview gehabt, was da eigentlich los ist. Dementsprechend kann ich eigentlich sagen, es könnte doch ein spannendes Display werden. Einfach weil wir mal wieder ein bisschen Nintendo auf meinem Kanal bringen müssen. Naja, was ich jetzt tun werde, ist der größte Fehler in Schweiz. Aber I'll take the risk. Weil das Problem ist jetzt halt, ne, also kein Problem für mich, aber hätte er es zuerst gemacht, dann hätte ich damit zurückschlagen müssen, weil es zählt als Blockschlag. Also immer schön weise überlegen, ne, also entweder setzt du deine eigene Special Attack ein, oder gehst auf Risky und machst Zeitlupe und hoffst, dass dein Racket nicht kaputt geht. Ich möchte mein Matchball by the way haben. Aber natürlich, jede Demo hat auch seine Kontras und ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass dass Nintendo dieses Kontra wirklich berücksichtigt. Denn was mich bis jetzt wirklich an der Demo gestört hat, ist die Tatsache, dass du keine bei der Online-Suche keine Netzwerk- oder keine Verbindungspräferenz setzen kannst. Sprich, wenn du Leute mit schlechter Leitung kriegst, der Input-Delay ist so grauenhaft, das hat mir sogar einige Turniere vermasselt. Oh Gott! Ich habe gewonnen, weil er ins ausgeschossen hat. Aber, damit ich euch auch mal so meinen Rat geben kann, wenn ihr wirklich solche Schläge abblocken wollt. Das Ding ist halt, es geht wirklich darum, dass ihr nah genug am Ball da seid. Aber halt auch nicht zu weit weg und auch nicht zu nah. Also wirklich so nach dem Motto, wenn ihr merkt, ne? Das Ding ist vielleicht unter einen Meter vor euch entfernt, also unter einen Fußschritt entfernt. Drücke ich einfach immer B. Also natürlich spielt es keine Rolle, welche Schlagtaste man da drückt, aber ich mache das mit B und es wirkt, wie ihr seht. Und Ladies and Gentlemen, wir haben schon das Halbfinale erreicht. Ein sehr passendes und hoffentlich potenzielles Ende, weil ihr wisst schon, na, es kann natürlich passieren, dass wir das Turnier total vermasseln. Eine Dreierleitung gegen dich möchte ich nicht haben. Was auch total umständlich ist, dass man natürlich immer wieder hier zu der Gegnersuche so rübergehen muss. Ja, ich sehe auch gerade, ne? Wir haben auch wirklich unsere erste Runde übersprungen, weil der Gegner geragequittet hat. Gott sei Dank haben sie das auch so eingestellt, ne? Wenn unser Gegner ragequittet, dann ersparen wir uns hier die Qual, dass wir, dass wir dann überhaupt die erste Runde nochmal spielen müssen. Nein, wir werden einfach weitergesetzt. Also, Ladies and Gentlemen, wenn ihr Rage quitten wollt, ihr seid keine Ehrenmänner. Das kann ich schon mal so sagen. Mein Gott! Nuckelt doch nicht alle an eure Internetantenne rum. Mein Gott! Und das ist halt das Problem. Ich würde da gerne eine Internetpräferenz drin haben, damit ich immer nur mit Leuten gegen Leuten mit guter Leitung spielen kann.
Weil sonst leide ich ja drunter mit einer guten Leitung und dann denke ich zu den anderen, komm mit meiner Bambusleitung um die Ecke. Fucking Paul, Mann, raus mit dir. Sowas kann manchmal echt Zeit beanspruchen. Ich entschuldige mich schon mal an der Stelle. Na, bei der Dreierleitung bin ich so skeptisch, weil das Ding ist halt, dann haben sie mal zwar anfangs eine Dreierleitung und dann boxen sie sich richtig hart runter in die Einser-Ebene. Und ich habe keinen Bock, mich wegen dem Input-Delay wieder in diesem Spiel aufzuregen. Das ist so ziemlich das Einzige, was den Spaß in diesem Tennis-Game killt. Deswegen vorsichtig, ne? Alter, was ist los mit euch? Okay, wisst ihr was? Wir machen noch einmal eine Suche und wenn auch ihr so eine Dreierleitung hat, fein, machen wir es. Wenn er Input-Delay hat, dann würdet ihr auf jeden Fall sehen, in was für ein Elend man da reingeworfen wird. So, also. Na da! Toad, mein Sohn! Ich für meine Fans hatte eigentlich auch vorgehabt, Toad zu üben. Aber er wirkt für mich so langsam. Obwohl er, glaube ich, sogar eines der schnellen Charaktere... Nein, 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 nicht schnell, sondern... oh Gott. Ich weiß nicht, was er da für eine Betitelung hat. Präzise? Oder trickreich? Ich weiß es nicht. Nein, trickreich war ja Rosalina! Oh Gott, was machst du da, Waluigi? Dieser Toad ist auf jeden Fall anstrengend. Vor allem, er schießt seine Bälle einfach richtig weit nach oben. Ist das sein Trick? Ist das eine personalisierte Charaktereinstellung von Schüssen? Nein! Ah. Okay, aber das ist zum Beispiel wieder so ein Match, wo ich so sagen würde, ne? Da ist auf jeden Fall Konzentration erforderlich. Und wenn er so einen Fehler macht, umso besser für mich. Ich komm schon, Sohnemann. Wart's nur ab. Weil du hast jetzt gerade wenig Energie. Und ich werde natürlich den Ball so richtig heftig in die Ecke schießen, dass du nicht mal mehr weißt, wohin das überhaupt landet. Sehr empfehlenswert, ne? Wenn ihr schon euren Superschlag einsetzen wollt, fischt euch eine Ecke raus. Weil da kommen die meisten überhaupt nicht ran. Weil es ist wirklich so ein Spiel um die Energie, dass ihr auch wirklich darauf achten sollt. Es lohnt es sich, eine Super-Attack einzusetzen. Weil wenn er unter die Hälfte hat, dann lohnt es sich. So, jetzt haben wir ihn schön gecornert. Oh Gott, jetzt nicht mehr. Oh Gott. Toad, ich würde es begrüßen, wenn du den Scheiß lassen würdest. Fuck mal live. Ich möchte nicht, dass er einen Spielball hat. Ich meine, das ist ein Breakball. Tut mir leid. Hier werden wir sogar den Risky Move machen. Aber letztes hat er wenig Energie, wir hingegen schon. Und wenn wir uns unsere Schläge sehr gut... Was? Aufladen? Hätten wir jetzt eigentlich sein Racket breaken können. Was soll das? Das verstehe ich manchmal auch nicht, ne? Weil der Ball ist vor unserer Nase, wir sind schon ladebereit, aber Waluigi haut nicht drauf. Sehe ich überhaupt nicht ein. Du bleibst schön mit deiner Energie da unten, Toad. Ja. Das war total dumm. Ach, aber das Einzige, was ich auch nicht wirklich regelmäßig einsetzen kann, ist halt der sogenannte Trickschlag, weil, ich möchte halt keine Energie verlieren, wenn ich zu spät einsetze. Und, das Ding ist halt, es gibt zwei verschiedene Arten, wie man den Trickschlag einsetzt. Und das eine ist halt, wenn du zum Beispiel mit, mit der X-Taste den Ball lädst, um halt entweder den Ball noch über den Charakter zu spielen oder halt den Stoppball zu machen. Macht er manchmal ungewollt. Fuck mal live. Macht er manchmal ungewollt halt doch den Trickschlag. Also wenn man das ausschalten würde, wäre ich den Entwickler sehr verbunden. So, weil jetzt hat er zum Beispiel sehr wenig Energie. Damit sollten wir auf jeden Fall unser Breakball kriegen, wenn wir die Ecke richtig bestimmen. Ah, genau für sowas. Weil da hilft nicht mal mehr ein Trickschlag. Man merkt, ne, man kommt langsam so hinter die Systematik rein.
nicht mal mit deinem Stoppball sonst wo am Hinterteil lecken. So. Muss wirklich sagen, ich habe wirklich gerade einen sehr guten Lauf. Weil ihr müsst halt verstehen, wo ich halt im Stream die Turniere gespielt hatte. Ich hatte es nie über die zweite Runde geschafft. Bis ich dann mich entschieden hatte, einen anderen Charakter zu spielen. Und dann habe ich Waluigi freigeschaltet und alles änderte sich plötzlich. Weil Waluigi ist ja eigentlich der defensive Charakter, aber irgendwie wirkt er für mich nicht so hardcore defensiv. Ich meine, wir kriegen es natürlich hin, mit ihm sehr viele Bälle abzuwehren. So ist es ja nicht. Aber irgendwie wirkt auch für mich sehr schnell, weil egal wohin er den Ball trifft, ich erreiche ihn. Als ich zum Beispiel mal Toad gespielt hatte, ich habe es nie hingekriegt, den Ball zu erreichen. Wisst ihr was? Heute werden wir mal versuchen, seinen Racket zu zerstören. Ah, und natürlich läuft er weg, weil er seinen Racket behalten will. Weil, wenn du das Spiel nicht gewinnen kannst, kannst du es auf eine andere Art und Weise noch gewinnen. Und zwar, wenn du halt, wie du halt die oben Lebensleiste des Rackets da siehst, sein Racket zerstören kannst. Mindestens zweimal und das Match ist für dich gewonnen. Das heißt, es ist auch strategisches Spielen hier gefragt, wenn du zum Beispiel, egal wie hoch du mit den Punkten stehst. Geht dein Racket kaputt, hast du trotzdem verkackt. So. Und damit sollten wir das Match eigentlich gewonnen haben. Besonders, weil er keine Energie mehr hat. Was? Nicht schlecht, Toad. Muss wirklich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Und damit haben wir das Match gewonnen. Ladies and Gentlemen, wir sind im Finale. Im First Try. Denke, das Finale machen wir noch durch, bevor wir das Video beenden, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich schon so weit damit kommen. Gut für mich. So. Also dann, wir warten. Einem anderen Spieler herausfordern. Gerne doch. So, und natürlich auch da hoffen, dass wir da niemanden mit der Gürmeleitung kriegen. Rosalina. Ich würde mal sagen, nicht wegen der Dreierleitung. Ich muss aber auch an der Stelle sagen, unter den ganzen spielbaren Charakteren finde ich trickreiche Charaktere wirklich total unfair. Rosalina ist ja auch in dem Sinne auch ein bisschen OP. Weil ihre Slice-Schüsse. Also, wenn du das erste Mal gegen sie spielst, du hast eigentlich haushoch verloren. Willst du mich eigentlich ficken? Hör auf damit. Möchte ich gegen Rosalina spielen? Einfach nur wegen der Dreierleitung. Und der Tatsache, dass ich Angst vor ihre Slice-Moves habe. Bowser, du bist doch eigentlich ein guter Kandidat, weil kraftvolle Charaktere sind auch würdig gefährlich. Das heißt, ne, wenn die einmal mit einem Schuss easy-mäßig durchschießen können, oder so richtig hart den Ball durchtreffen lassen, dann ist es egal, wie schnell du bist. Und natürlich haben wir wieder die geile Überleitung, was wir immer beim Turnier haben, beim finalen Turnier haben. Und zwar reden die da so ein bisschen hier, ne, ich begrüße euch hier zu einem Hardcore-Turnier und dann hat natürlich jeder ihre Erscheinungspose. War Luigi natürlich deine You-Suck-Pose, wenn man das Dance-Game da in Betracht zieht. Weil zumindest erinnere ich mich, dass dieser Move von Dodos existiert hat. Gegen den furchteinflößenden Bowser. Und ich habe in dem Sinne ja die Toad-Commentaries ausgeschaltet, weil die hätten euch über das Match wirklich total distracted. Weil jedes Mal, wie gut ihr schießt, hätte da jedes Mal Toad hier irgendwas gebrabbelt. Und sowas kann wirklich ein Dorn im Auge sein. Der hat auch zum Beispiel gerade einen Aufschlag von Bowser gesehen. Der ist sehr schnell. Also da muss man wirklich sehr früh reagieren. Seht ihr? Man ist nicht umsonst kraftvoll. Ich weiß, dass er nach rechts gehen wollte. Das ist halt immer das Ding. Wenn man so dieses, wenn man halt so dieses Cycle da hat, so nach dem Motto, du spielst es einmal nach links, einmal nach rechts, dann umgehst du mal dieses Cycle. Oh, er hat sogar zu schwach geschossen. ja, nutzt das zu deinem Vorteil. Muss aber wirklich gerade sagen, es läuft viel einfacher als erwartet. So, aber ich werde meine Energie mal nicht verschwenden, weil
Bowser hat seine Leiste auch gleich voll. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall meine Special Attack entweder dafür aufheben, es zu kontern oder halt risky zu sein und halt nur ein bisschen Energie zu verschwenden. Ja, komm. Na komm, wir haben sogar schon ein Spiel, also spielen wir ein bisschen risky. Oh Gott. Ja gut, da habe ich den Slow-Motion-Modus ein bisschen länger angehalten. Das hätte ich eigentlich nicht tun dürfen. Das ist auch sogar das erste Mal, dass ich diesen Fehler überhaupt begehe. Sein fucking Stoppball. So. So. So, dann hoffen wir mal, dass er seine Energie komplett verschwendet, wenn ich in die nächste Ecke schieße. So. Damit haben wir es auch mal geregelt. Oh Gott. Das hätte ich jetzt nicht so kommen sehen dürfen. Ich hätte es echt nicht nach oben kicken dürfen. Warum hat es nach oben gekickt? So, aber natürlich, wenn er hier seinen Breakball hat, ist, ist der Druck natürlich höher, dass er was verkacken könnte. Das heißt, zu unserem Vorteil bitte nutzen. To be honest, wir spielen wieder risky. Komm her. So. Und jetzt haben wir mehr Energie als er. Nein! Ah, ich hätte den Trickschuss machen müssen, ey. Hätte ich eigentlich gesagt, er hätte mich darauf konzentriert, seinen Racket zu zerstören. Weil er hat zu wenig Energie, das heißt, er hätte keine Chance gehabt, den Ball aufzuhalten. Ah. Aber du musst doch natürlich auch mithalten und diese Stoppbälle! Oh! Diese Stoppbälle aufhalten. Nein, ich reg mich nicht auf. Das sind alles Lügen. Was denkt ihr euch alle dabei? Das ist doch dumm. Das ist doch so dumm. Er hat sogar meinen Fehlschlag abgeblockt. So. Jetzt kriegen wir mal bitte wieder einen Punkt. So, jetzt holen wir uns gefälligst unseren Sieg. Es kann sein, dass ich das natürlich in die Länge ziehe, weil wir beide ein Spiel gekriegt haben. Ah! So, wie fühlt es sich an, in deine eigene Falle hineinzutappen? Lol. Oh Gott. Also, schauen wir noch, ob unsere Block-Skills natürlich wieder vom Feinsten sind. Ha! Hättest du wohl gern, ha? So, unsere Energie natürlich wieder voll fast voll gefüllt. Mann, Bowser, bring mich hier nicht ins Schwitzen. Das Wetter macht es schon leider Gottes heiß genug. Ah! Ihr müsst gerade nicht sagen, das war verdammt intens gerade. Ah, okay, hat mich nach hinten gedrängt. Jetzt schießt es wahrscheinlich ganz nach links. Das heißt, wir verbrauchen unsere komplette Energie. Nein! Wir waren leider zu weit weg. Es funktioniert leider nicht überall in der Range. Das heißt, du musst halt wirklich nah genug am Ball da sein, um überhaupt deinen Trickschlag ausführen zu dürfen. Outplayed. Oh, doch nicht. Und damit haben wir unser zweites Spiel. Das heißt, jetzt geht es um die Wurst. Wenn wir jetzt kommen wir unserem Championship-Ball immer näher. Und er hat sehr wenig Energie. Wir heben aber unsere Leiste noch auf. Weil er hätte seine sonst unnötig aufgefüllt. So, outplayed. Noch drei Siege eigentlich.
Oh, sagt er und verkackt schon wieder. Was ist los mit dir? Egal, meine Energie ist immer noch voll. Das heißt, setz deine Special Attack ein. Und ich blocke sie natürlich mit Freude ab. So. Hua! So, jetzt verschwendet mir mal seine Energie und schießt es wirklich in die kleinste Ecke, die es nur gibt, ohne in das Netz zu kacken. So. Ha! Und sein Dragon ist damit kaputt. Na, würden wir es noch einmal schaffen, hätten wir einfach so gewonnen. Oh, das war gerade ein bisschen knapp. Wie war es gesagt, na, wenn ihr euren Schlag... auflädt und ihr seid gerade wirklich falsch, euer Trickschlag kann euch manchmal echt den Arsch retten. Wenn es um peinliche Schläge geht. Ich bin nah genug am Feld, das heißt, meine Energie ist okay. Also, wohin willst du schießen, mein Freund? My friend, sag ich schon. Uah. Gut, dass ich noch etwas Energie hatte. Du kommst nicht an den Sieg vorbei. Dieser Ball gehört mir. Siehst du? Steht sogar auch schon Choro Freak da auf meinem Namen geschrieben. Und gewonnen. Ladies and Gentlemen, das war mein first try im Turnier. Aber muss ich sagen, man beherrscht es immer noch. Okay. Ich denke, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dieses Spiel wirklich intensiv zu spielen. Weil es macht wirklich Spaß. Ob ihr es glaubt oder nicht, Nintendo macht mal wieder ein ausnahmsweise gutes Spiel. Hoffen wir nur, dass sie sich auch an die Feedbacks von anderen Leuten halten und das ganze Zeug, was halt nicht so gut gepasst hat, verbessern. Aber so wäre unser erster Turniersieg abgeschlossen. Wir haben unsere wunderschöne Krone gekriegt und dementsprechend auch wieder weitere Punkte. Also ich hatte sogar mehr Punkte als er. Meine Güte, ich war ihm wahrscheinlich total überlegen. Am Ende. So, und wenn wir zum Beispiel jetzt einen ganzen Turnierablauf geschafft haben, dann heißt es irgendwie, dass wir in die Runde 2 gehen können. Das bedeutet, hier, was die Toadsies ja gleich gerade sagen, wenn sie gleich soweit sind. Na hier, Choro ist für Runde 2 qualifiziert. Versuche mit vielen Gesamtpunkten in der Rangliste noch rumzuklettern. Das heißt, ich glaube, je höher unsere Runden da sind, desto mehr Punkte kriegen wir in der Regel. Dementsprechend war es das mit dem ersten Ablauf. Und dementsprechend auch mit dem Video, weil wir haben schon über eine halbe Stunde erreicht. Von daher, ja, wie bereits gesagt, schreibt mir doch mal eure Meinung zu dem Spiel rein, eure Experiences, eure Pros und Kontras und so weiter und so fort in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ja, könnt ihr es ja auch gerne mit einer Bewertung zeigen und zusätzliches Feedback über das Video hinterlassen. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich zum direkt zweiten Part der Demo. Und ja, habt bis dahin einen angenehmen warmen Tag. Und ja, tschüssi!